Das ist X-Land. X-Land grenzt an das Meer und an die Länder Z-Land und W-Land. Der Norden X-Lands heißt Bergistan. Teile der Bevölkerung wollen sich abspalten und ein eigenständiges Land werden. X-Land ist ein sehr wohlhabendes Land. Viele der Städte liegen am Meer und sind durch Handel früh reich geworden. Die Menschen in den Städten sind gebildet. Sie besuchen Universitäten und Schulen. Viele der Stadtbewohner glauben, dass die wirtschaftliche Blüte des Landes ihr Verdienst ist. Bergistan liegt im bergigen Gebiet X-Lands. Trotz der schwierigen Bedingungen produzieren die Bauern in Bergistan einen erheblichen Teil der Nahrungsmittel für X-Land. Getreide wird zusätzlich ins Ausland exportiert. Die Landbevölkerung ist bis heute vom Reichtum der Städte ausgeschlossen. Die Regierung hat bis heute nichts unternommen, um Bergistan wirtschaftlich zu stärken. Das oberste Ziel der Regierung ist der wirtschaftliche Fortschritt und die Verbesserung der Handelsbedingungen. Viele Stadtbewohner unterstützen diese Politik. Die Landbevölkerung hingegen ist unzufrieden. Ihrer Meinung nach profitiert das ganze Land von ihrer Arbeit und trotzdem haben sie keinen Anteil am Reichtum der Städte. Bildung und Arbeitsplätze bleiben ihnen vorenthalten. Seit vielen Jahren fordern die Menschen von Bergistan die Unabhängigkeit von X-Land. Immer mehr Menschen schlossen sich dieser Bewegung an. Die Regierung will unter keinen Umständen die Region verlieren. Militäreinheiten wurden nach Bergistan geschickt. Für die Bevölkerung heißt das Kontrollen an den Straßen durch bewaffnete Soldaten, Ausgangssperren und willkürliche Verhaftungen. Die Lage verschärft sich, als in der Region seltene Metalle gefunden werden, die für die Herstellung von Computern benötigt werden. Um diese abbauen zu können, startet die Regierung Bauprojekte in der ganzen Region. Dafür wurden Dörfer geräumt und viele Bauern mussten ihr Land verkaufen. Unter den Bauern bilden sich bewaffnete Autonomiegruppen, die die Unabhängigkeit fordern. Die radikalsten sind die Bergrebellen. Sie verübten Anschläge auf die Bergbauwerke. Dadurch wollen sie das Militär und die Bergbaufirmen zum Abzug aus der Region zwingen und ihre Forderung nach Unabhängigkeit unterstreichen. Die Regierung reagiert mit verschärfter Militärpräsenz. Diese überfielen Dörfer, schlugen Menschen zusammen und verschleppen diese. Es kam zu Verhaftungen und von einigen Menschen fehlt bis jetzt jede Spur. Doch es gibt Hoffnung. Der Rat der Ältesten ist zusammengekommen. Nun, in einer fast ausweglosen Lage werden sie aktiv. Sie wollen Verhandlungen zwischen den Konfliktparteien anstoßen
und letztlich zu dauerhaften Frieden beitragen. Sie erinnern an eine alte isländische Tradition, die droht in Vergessenheit zu geraten. Im Konfliktfall treffen alle Konfliktparteien zusammen, nennen ihre Bedürfnisse und Forderungen und diskutieren darüber. Am Ende wird ein Kompromiss ausgehandelt, der für alle Beteiligten verpflichtend ist. Endlich soll wieder Frieden in Island herrschen.